Einigung. Dann lassen wir es jetzt. Gut. Könntest du es einfach lassen? Mach ich. Tilo, ist nicht in Ordnung. Hör bitte auf. Und ich würde... Gut. Kurze, letzte Frage, die ich allen jetzt stelle. Fängst du wieder an. Nee, das kannst du in einem Wort beantworten. Ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Weil jetzt am 27. Oktober ist Wahl. Es ist einfach gut hinzugehen und wählen zu gehen. Auch AfD. Was soll diese Frage? Also das ist doch eine demokratische... ist es besser, nicht zu wählen, als eine Partei? Ich würde gerne meine Antwort geben, wie ich sie geben möchte. Und ich möchte sie nicht umgedreht kriegen. Ja, ich kann doch immer noch nachfragen. Ich glaube, du willst meine Antwort einfach nicht wissen und das finde ich nicht in Ordnung. Ich will sie wissen. Es ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu gehen. Es ist wichtig, wählen zu gehen. Und mir das Wählen nicht austreiben zu lassen, weil irgendwer die NPD, die AfD oder sonst irgendwas wählt. Ich will, dass die Menschen einfach das Gefühl dafür haben, dass sie wählen gehen können. Sie dafür aber immer zu beschimpfen, dass sie falsch gewählt haben, halte ich für ein Riesenproblem, weil das bestätigt genau die Leute, die dann immer sagen, wir dürfen da nicht sagen, was wir wollen. Wenn wir wollen, dass die Leute zuhören, dann müssen wir auch mit ihnen das Gefühl entwickeln, dass das, was sie ausdrücken, auch irgendwo ankommt. Und dafür jedes Mal als AfDler oder als Verharmloser in die Ecke gestellt zu werden, finde ich leider ein großes Problem. Ja, aber wenn der Ministerpräsident nicht sagen will, dass eine Partei, die Demokratie abschaffen will, dass es auch okay ist, sie zu wählen. Weil das finde ich jetzt nicht fair, was du machst. Jetzt wird es wirklich unfair. Dass du mir unterstellst, weil ich das nicht sage, was du von mir erwartest. Dass ich da die AfD, doch, das hast du gerade gemacht. Nehme ich das zurück, das meine ich. Dann lassen wir es jetzt. Gut. Könntest du es einfach lassen? Mach ich. Tilo, ist nicht in Ordnung. Hör bitte auf. Es ist nicht in Ordnung. Also jetzt hast du wirklich bei mir eine Linie überschritten, die ist nicht in Ordnung. Hör bitte auf. Es ist nicht in Ordnung. Ich habe das allen die Frage mit der gleichen Nachfrage gestellt. Die antworten ja genauso wie du. Du hast eben... Lass es bitte. Das Interview muss ich schon selbst beenden. Also... Willst du die Frage nochmal beantworten? Weil sonst endet du das, hast endet eben das gesagt, der Ministerpräsident will nicht beantworten, dass der AfD eine demokratische Partei oder eine undemokratische Partei ist. Das finde ich eine Unverschämtheit. Das habe ich dann falsch formuliert. Entschuldigung, das hast du aber gesagt. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, das zu lassen. Mach ich. Ich meinte, die AfD vertritt... Ich will nicht wissen, was du meintest. Du hast mich gefragt und ich würde... Gut. Das war Jung und Naiv mit Bodo Ramelow.